Ein herzliches Hallo, Hallo, Hallo an euch von mir und willkommen bei einer weiteren Folge Graveyard Keeper. So, muss erstmal wieder reinkommen. Neuer Tag für mich. Und dementsprechend... Also ich weiß, dass wir jetzt uns an die Kirche machen wollten. Und wir haben noch... Ach genau, Horadrik mit dem Bier. Und dann sind hier noch die... Artefakte für die Visionen. Adam weiß ich mittlerweile, wer er ist. Ja gut, und der Holzfäller ist der Holzfäller. Gut, was sagt der Tag? Der Tag sagt, haben wir schon gepredigt heute? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, ob wir schon gepredigt haben. Also ich gehe mal fest davon aus, dass ich das gemacht habe. Doch, ich glaube Ende der letzten Folge. Da habe ich auch hier alles neu einsortiert, ne? Echt mal gucken. So. Wir hatten das schon, oder? Ja, okay. Alles gut. So, mal gucken, ob der hier noch irgendwas hat. Was die Kathedrale angeht. Ach ja, die scheiß Statuen. Ah, ja. I remember. Sagt eigentlich der Geldbeutel. Oh, wir brauchen mal die Hälfte an Gold. Das wird ja auch noch ein wunderschöner Akt. So, ganz kurz. Leichen haben wir nicht mehr am Start, ne? Nee. Aha. Machen wir erstmal Horadrik. Zeigen wir ihm erstmal, was richtig gutes Bier heißt. Und den Rest werden wir dann in unsere Taverne bringen. So, tappa, 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 tappa. Morgen. Ja, ansonsten. Also wie gesagt, ich werde mich jetzt hauptsächlich um die Kirche kümmern. Weil der Rest, der beinhaltet viel Geld, was wir nicht haben. Für dieses blöde Aristokratenteil. Ach so. Ein schöner Idiot bin ich. Ich hoffe, er braucht nur eins. Was haben wir hier noch? Das Medaillon, also dieses Jägermedaillon, habe ich jetzt... Also da musste ich mich tatsächlich informieren. Das ist für den Kerker später, um irgendwie weiterzukommen. Den seltenen Dolch, ganz ehrlich, da habe ich keine Antwort gefunden bis jetzt. Ich weiß nicht, für was der seltene Dolch ist. Oh, wir haben noch Geld hier drin. Na ja, gut. Falls ihr es wisst, schreibt es einfach mal bitte runter. Vielleicht werde ich es oder weiß ich es ja immer noch nicht. So, gib mir mein Bier. Aufgabe beendet. Oh Mann, das ist wirklich gut. Du bist ein guter Braumeister, weißt du? Geh mal nach oben und hol dir die Schriftrolle von meinem Tisch. Das ist mein Geheimprojekt. Ein Honigbier. Ich glaube, dass du das hinbekommst. Alles klar. So, hier erstmal noch etwas davon. Und jetzt haben wir die 30 erreicht, ne? Ja. Ja. So, dementsprechend dürfen wir auch hier hochgehen. Von meinem Schreibtisch hat er gesagt. Also hier. Spezielles Bier. Kann ich eigentlich auch hier klauen? Nee. Oh, guck mal hier. Die Rüstung von ihm. So, okay. Benutzen. Ein Humpen Met. Morgen. Muss ich ihm das jetzt herstellen? Nö. Habe ich einfach nur als Belohnung. Ist das die letzte Technologie, die uns noch... Ja, wunderschön. Damit haben wir sämtliche Essensrezepte in diesem Spiel herausgefunden. Und dann gucken wir mal nach Dimet. Problem ist, dass mein ganzer Honig hinten in der Taverne liegt. Aber gut, ich... Hopfen, ja, okay, Honig. Dann machen wir mal ein bisschen Met. Wobei, ganz ehrlich, wir können einfach die... Na? Die, Bienenkörbe mal machen. Ich wollte sowieso noch mal zwei neue bauen. Jetzt erst recht.
Oh, jetzt muss ich lügen, was ich dafür brauchte. Heute ist Frau Anmuttag. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas für die Frau haben, aber okay. Kann ich eigentlich Bienenzüchter mal ein bisschen skillen? Wobei, nee, wir skillen nichts. Wir behalten uns das für die Kirche auf. So, hier könnte ich nochmal was holen. F für... Aua, so, sehr schön. Zwei Honig. Nochmal zwei Honig, cool. So, ich habe es mir fast gedacht, 4 und 6. Also 8 und 12. So, das nervt mich auch jedes Mal, aber ich kann diese Ranken nicht wegmachen. Das finde ich optisch nicht schön. Nicht schön. So, weg. 8. Ja. Passt. Und Nagel. Okay, müssen wir sowieso einmal herstellen. Rups. Und dann. Achso, wir kriegen ja direkt sogar 8 raus. Okay. Dem. 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 Zack, zack. Achso, ganz kurz. Da ich wirklich nicht weiß, für was ich die jetzt genau brauche, hauen wir die hier alle mal weg. Oder alle. Die beiden mal weg. So, dann wieder hoch. Die neuen Bienenkörbe gebaut. Und dann das erste Met produziert. 4 Stück sind auch erstmal okay. So, Beanies. I don't know. Oh, so. Und Nummer 4. So. Viel Spaß. Ich bin dann mal wieder weg. Gut. Dann haben wir hoffentlich unten noch ein bisschen Hopfen drin. Also goldenen Hopfen. Was wir definitiv nicht mehr unten haben, ist Wasser. Da müssen wir nochmal uns 5 Eimer holen. So, danke dafür. So, kurz ausgeschüttet. Ist sie da oben? Nee, diesmal ist unten. Der Honig kommt hier rein. Dann, wie gesagt, hier. Oh ja, passt ganz perfekt. Müssen wir aber gleich nochmal Bier sammeln. 100% goldener Met. Oder Met. Die Bienenwaben behalten wir erstmal. Wir gehen kurz auf den Berg hoch. Ja. Kurz überlegt, ob wir zu Frau Anmut gehen, aber nee. Scheiße, jetzt drauf. Ach, Kacke. Bevor ich irgendwas verpasse, gehen wir doch nochmal kurz zur Anmut. So, gut, das wird ein bisschen dauern. Wein will ich auch weiter produzieren, um wieder Geld zu bekommen und um diese blöden 3 Sterne. Ich glaube, das ist nämlich das nächste, was wir bei Anmut machen müssen. Sie quasi zu uns einladen und auftreten lassen. Und dafür brauchen wir 3 Sterne. So. Hallo. Hallo. Hallo, Süßer, wie kann ich dir behilflich sein? Aristokratenzertifikat und Schmuck. Alles klar. Aristokraten, gut. Kriegen wir nicht hin. Und Schmuck. Schmuck müssen wir sehr viele blaue Punkte erst sammeln. Das wird dauern. Das wird sehr lange dauern. Kann ich irgendwie Schnaps produzieren? Nö. Ich weiß auch nicht, ob ich aus Schnaps mehr Geld kriege als durch Wein. Also durch goldenen Wein. Könnte es natürlich testen. So, aber erstmal holen wir uns hier wieder sämtlichen Vino.
Okay, reicht ja gerade so. Bei den silbernen zumindest. Na, komm. Und der goldene. Ja, reicht. So, dann das Wichtigere von beiden weg. Der Hopfen. Wie gesagt, eigentlich müsste ich mal auf goldenen Hopfen komplett umsteigen. Nicht genug was? Achso. Ja, wir haben 32 noch. Also zweimal Gold könnte man sogar noch machen. Das habe ich nie angepflanzt. Silber. Okay, das ist alles Silber, ne? Ja. Oh, wir kriegen auch nur noch Viere zusammen jetzt. Ja. Ach, es ist auch noch eine Leiche da. Okay, das haben wir beides noch. Wir bauen mal nochmal schnell zwei Rankengerüste für goldenen Hopfen. So, blöde Leiche müssen wir auch noch gleich machen. Und dann Hopfensamen. Und Hopfensamen. Sehr schön. So, das kommt weg. Das muss alten mit. Der Hopfen kommt gesamt mit. Gold nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Dann werden wir uns kurz um die Leiche kümmern. Ach, das war Quark. Okay. Und mal gucken, ob wir wieder eine gute Leiche hinkriegen oder eher nicht so. Oh, so, was haben wir heute? Morgen ist Händlertag. Wo ist er denn dann? So, uff. Autopsie. Okay, mal hier hören. Scheiße. Herz. War kein Fehler, aber... Okay, ich könnte eine Dreierleiche noch draus machen. Blut nehmen wir noch raus. Dann haben wir eine Zweierleiche. Eine Dreierleiche ist eigentlich für den Arsch. Wir nehmen uns das Fleisch raus und die Leiche wird verbrannt. Die müssen wir leider wieder... Oh, loswerden. Haben wir hier gar nichts mehr zum Bauen? Okay. Müssen wir nächsten Tag machen. Nochmal ein paar Holzscheiter produzieren, damit wir hier die Leichen wieder verbrennen können. Können wir auch gleich mal ein bisschen mehr machen. So, wir müssen eh essen. Dann machen wir schon mal Holzscheiter. Solange die Energie uns noch trägt. Was? Vier Stück? Oh, ich krieg jetzt mehr raus. Cool. Der Ertrag ist höher und wir verbrauchen weniger Energie. Stimmt. Mehr rote Punkte. Oh Gott. Ich habe tatsächlich es geschafft, 3000 rote Punkte in dem Spielstand hier zu bekommen. Wahnsinn. Das ist der Oberhammer. I feel so refreshed. So. Alter Schwede, was wir hier noch an Kram dabei haben. So, Salz kommt weg. Fleisch kommt weg. Kommt alt unten hin. Achso, jetzt kommt tatsächlich alles unten hin. Oh, Met ist fertig. Das wird zerstört. Das wird zerstört. Hallo? Okay, krieg nur 20. Nee, das ist Quatsch. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das machen wir auch gleich wieder. So, zack, zack. Burger behalten wir, Met behalten wir. Asche kommt in den Müll, die Dinger kommen hier rein.
Loot kommt nach hinten, Holzscheite brauchen wir gleich und... Achso, ja, das haben wir hier auch noch. Ja, das kommt dann oben hin. Morgen ist Schneckentag, ja. Schlangentag. So, ich glaube Honig war auch hier drin, ne? Oder diese Waben. So, einmal Plot. Und die beiden Sachen sind oben. Gut. Dann bauen wir zwei Scheiterhaufen. Und dann kümmern wir uns noch um... den Wein und das Bier. So, jetzt natürlich welche am Start, ja. Wein und Bier gönne ich mir. Das sollten wir vielleicht auch nochmal neu machen, wenn wir gerade schon mal hier sind. Müssen wir eigentlich fast sogar nochmal ein fünftes bauen. Ah, das ist egal. So, Torf und Ditte. Obwohl, wir haben, ey, da 300 Torf schon wieder. Sehr schön. Gut. Händlertag ist mir egal. Genau, Wein wollte ich machen und Bier. Ärger, muss ich wieder Wasser sammeln. Oh. Wie gesagt, ich könnte mir einen Zombie holen, der mir hier die Wasser immer mal rausholt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so notwendig ist. Ich finde es halt ein bisschen unverständlich, warum ich immer das Wasser noch quasi umwandeln muss. Warum sie nicht einfach mit den... mit den Wassereimern zurechtkommen. Aber okay. So, stimmt. Bier wollte ich... Wein wollte ich pressen. Wie gesagt, hier könnte ich auch einen Zombie, glaube ich, engagieren. Du hast ja eh nichts zu tun gerade. Komm mal her. So. Bitteschön. Was? Fracht? Zu transportieren. Zu transportieren, okay. So, wir packen einfach mal das Mädchen hier rein. Okay, geil. Dann müssen wir es nie wieder selber machen. Nach hinten schleppen zur Taverne. Macht dann hier immer unser Freund und Zombie-Genosse. Das ist natürlich geil. Dann würde ich den sogar fast hier lassen erstmal. Weil, wie gesagt, Kisten will ich erstmal nicht machen. Weil ich den Ertrag irgendwie nicht wirklich gut finde. Weineimer. Wein schleppt er aber nicht, ne? Also, ja, doch, Wein macht er, aber die normalen Dinger nicht. Gut. Ja, Wein, Bier und Met. Und theoretisch Schnaps, aber Schnaps, ja. Wie gesagt, bin ich mir selber unsicher, ob das wirklich effektiv ist. Gut. Dann haben wir das automatisiert, ist doch super. Frage ist nur genau das jetzt, wenn das da blöd rumliegt, ob er das quasi auch nehmen würde. Wahrscheinlich nicht. Ach, ich brauche wieder Wasser. Ah, es gab doch irgendeine Technologie, wo hier automatisch Wasser, also hier... Ah, wo war denn der Destillat? Nee. Bücher kann ganz Quatsch sein. Zombie-Weinberg? Nee. Verdauung. Mischen. Magst du einen Alpha an dem Wein? Dein Kater hängt... Achso, das ist egal. Ja, Verdauung könnten wir noch ein bisschen was anderes machen. Wo war denn das mit dem Wasser? Ich schwören kann, dass ich das irgendwo mal gelesen habe. Na gut, hier ist nichts mehr. Oh, gab es hier nicht irgendwas mit Wasser? Alchemie?
Leichenverbrennung. Bücher, Papierherstellung, Bühnen, einfache Druckerpresse, Druckerpresse. Weinberg, Bienenfreund, Winzerei, Verdauung. Ganz toll. Regeln, Verbrennens, Ingenieurwesen. Hier. Waterpump. Wasserpumpe, da ist es. Das suche ich. Ich glaube, das könnte eine gute Alternative sein, die Wasserpumpe. Ich meine, es geht ja immer schnell. Pass mal auf, ich teste das jetzt mal. Wir packen jetzt mal die Eimer da rein. Erkennt ihr die Eimer als normales Wasser? So, Eimer rein. WTF, der Mensch erkennt wirklich die Eimer nicht als Wasser. Oh, wie so ein Bekloppter. Vor allem auch, dass du nicht alle auf einmal quasi benutzen kannst. Noch so eine Sache. Normales Bier. Ja, bald kein Weizen mehr. Weizen müssen wir echt aufpassen. Gut. So. Dann auf in die Kirche. Einer möchte seine Beichte ablegen. Hallo, danke. Zu dick. Muss weniger Burger essen. Okay, hölzerner Schrein. Holzbalken, Holzplanke, einfache Eisenstücke. Balken, Planke, Eisenstücke. Balken, Planke, Eisenstücke. Balken, Planke, Eisenstücke. Also einfache. So, bla 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 bla. Balken, Planke, einfache Eisenstücke. Oh, Balken, Planke, einfache Eisenstücke. So, fehlen mir noch drei Planken. So, dann haben wir es sogar schon. Nein. Ich habe auch irgendeine Geschichte jetzt gerade gelernt. Wie gesagt, Verschwendung von dem Perk, aber egal. Und da bin ich mal gespannt. Also es gibt nochmal 5. Für sehr wenig Material, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die hier hinten stehen. Absolut. Okay, dafür sind sie zu breit. Okay, geil, Alter. Alter, 35. Bombastisch. Dann bauen wir auf die andere Seite exakt das gleiche. Dann sind wir nicht schon bei 40. Hier ist fertig. Schon abgeholt? Ja. So, here we go. Tschüssi. Dann machen wir nochmal die gleiche Runde. So, 1, 2, 3, 4. Die müssen wir uns leider schnitzen. Aber dadurch, dass wir jetzt den Perk haben, geht das sehr schnell und energieverlustarm. So, zack und zack, die nehme ich mir mit. Das fülle ich wieder auf. Wein müsste jetzt eigentlich auch bald fertig sein. Oh, ein bisschen noch. Ja, Bier, wie gesagt, muss ich wieder Wasser holen. Aber erstmal machen wir jetzt die Kirche ein bisschen. Danach geht's zur Schlange. Sehr schön, 40. Oh, sind... sehr nah dran. So. Was wir als nächstes machen, gucken wir uns gleich an.
40. Ah, ah, ah. Weiche Kirchenbänke und Fensterglas. Goldschmuckverzierung. Welcher Tag ist heute? Schlange, scheiße. Vier Glas. Okay, wir machen 8 Glas, 10 komplexe Eisenstücke. 8 Glas, 10 komplexe Eisenstücke. Ich sollte mir das aufschreiben eigentlich, aber egal. Merke ich mir schon. As if. So, wo ist er denn? Da ist er wieder. So, morgen. Wegen dieser Halskette. Verlassen. Wegen diesem Ritual. Verlassen. Über die letzte Aufgabe. Was wird meine letzte Aufgabe sein? Jetzt, da wir das Jägermedaillon besitzen, sehe ich alles ganz klar. Es ist unser Schicksal. Verstehst du? Damit kannst du das Tor zur 11. Kerkerebene öffnen. Geh noch tiefer hinein und bring mir einen goldenen Apfel. Mit seiner Hilfe werde ich die letzte Zutat bekommen. Der goldene Schnatz, Apfel. Kerkerebene 15. Wir waren auf 7. Also, nicht wir waren, wir sind auf 7. Ernsthaft. Boah. Scheiße. Heilige Scheiße. Das wird ja auch noch eine Aufgabe jetzt. Happy Birthday. So, Glas haben wir tatsächlich sogar schon 5. Wir brauchen trotzdem noch mal zweimal. Oh, ich brauch. Sand. Oh, der war. Doch, ich glaube, ich weiß, wo das war. Upsala. Schön gegen die Wand gelatscht. Ich weiß bloß nicht mehr auf welcher Seite. Ob hier oder auf der anderen. War das hier schon auf der Seite? War bestimmt auf der anderen Seite. Nö, war hier. Ach so, auf beiden Seiten. Alles klar. Das ist das doch, oder? Ja, Flusssand. Sehr schön. Nehmen wir uns nochmal. Ach komm. 40 Flusssand. Damit können wir uns wieder ein bisschen Glas machen. Hier an Zombies rumläuft. Wahnsinn. Zack, einer, zwei. Ach, wir sind so eine Meister der Toten. So. Glas. Zweimal bitte. Check. Sand kommt hier rein. Silbernugget. Das kann ich alles noch nicht. Komplexe Eisenstücke brauche ich 8. Wir haben 0? Okay. Mal hier wieder welche herstellen. Alter. Da müssen wir uns auch nochmal einen Perk aneignen. Dass wir da besser und effektiver werden. So, sehr schön, haben wir. Weg und weg. Geschichte kommt unten hin. Das kommt nach hinten. Das kommt in unsere Koffer. Achso, den Glauben haben wir auch noch. Gut, da brauchen wir jetzt nur noch 4-mal Schmuck. Da müssen wir warten, bis der Händler... Na gut, der kam gestern. Bis der Händler wieder da ist. Und dann können wir das auch abgeben. So, obwohl... Kommt unten in unsere Kiste. So, Schlange haut wieder ab. Ja gut, Schlange, da können wir jetzt eh nichts weitermachen, außer bis auf Stufe 50 runter zu krabbeln. Oh Gott. Das ist auch ganz toll. Oh, komm, das nehmen wir mal dauerhaft mit. Weil irgendwann werden wir es auch wieder verkaufen. Mann, was ist denn jetzt los? Quatschig, aber auch ein Scheiß. So, was können wir dann theoretisch noch für die Kirche machen? Räuchergefäße.
kostet nichts. Gucken wir nach. Oh, stimmt hier Porzellan oder Ton oder sowas? Nee, diese Bowls, diese Schalen wahrscheinlich. Räuchergefäß. Natürlich brauchen wir polierte Steine. Wandleuchter 2. Sehe ich denn, welche Version das hier ist? Wandleuchter 2. Okay, es ist 2. Zwei noch. Beichtstuhl. Haben wir schon. Kirchenbank. Die besseren weichen Kirchenbänke? Wobei, wenn ich jetzt viermal Goldschmuckverzierung bekomme, das ist bestimmt hier. Wir müssen eh auf Schmuck gehen. Also wir werden nicht drum herum kommen. Eisenguss. Ofen. Juwelier. Und da brauchen wir wieder 50. Okay. Wir müssen eh auf Schmuck. Von daher können wir uns auch ruhig die blauen Dinger da ausgeben. Gut, versuchen wir nochmal ganz schnell, vor allen Dingen einen Ofen hier. Was brauchen wir dafür? Ich tippe, wir brauchen Stahlteile. Oh, nein! Wir können ihn einfach so verbessern. Ja, komm, weiter. Ofen 3. Yeah. Stopp. Graphit. Ah, guck mal, Silberbarren. Ab dafür. Sehr geil. So, dann brauche ich nur noch 50 blaue Punkte. Ah, die machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann machen wir den Goldschmuck. BZW, die Goldverzierung. So. Ist das fertig? Sehr gut, weil dann machen wir den hier auch schnell noch zum Ofen. Und hier schmelzen wir noch Gold ein. So, da haben wir nicht ganz so viel, aber ein bisschen was. Super. So. Das haben wir. Jetzt kriegen wir die ersten Gold- und Silberbarren. Auch geil. Und wie gesagt, morgen versuchen wir noch ein paar blaue Bobsel zu machen. Und dann werden wir Goldschmuck hoffentlich produzieren. Und dann sollten wir vielleicht sogar aus eigener Kraft die Buntglasfenster machen können und damit unsere Kirche auf 50 bekommen. Das ist der Plan für morgen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis dahin. Haut rein.